Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Das ist unsere letzte Mission, also sollte es die 30 Minuten übersteigen, dann mache ich einfach weiter. Und sollte es weniger sein, werde ich das zu der vorigen Folge dazu schneiden. Viel Spaß. Ich hoffe, wir werden es schaffen. Ich habe da so meine Bedenken. Betritt das Blumengebäude. Eieieiei. Alles klar. Oh nein. Oh nein. Naja. Ja, also das. Nein, das. Aha. Nein, das glaube ich nicht. Klar. Ja. Dafür brauchte der. Ja, gut, dafür braucht er das Handy. Sie hat zum Boss gesagt. Get the game on lock, like we changed the key. Was? Danny Brown. Wer? Mann, Banausen! Oh shit, Ray! Du musst sie unbedingt daran hindern, Duschon zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack den Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf! Ich halte die Augen offen. Bitte niemand irgendwie was verpetzen. Oh. Okay, der nächste da hinten. Ich krieg dich. Einer ist gehackt. Der nächste? Hier war da noch einer. Nee, gut. Dann kommt jetzt das Auto. Muss da oben hin? Erstmal muss ich da unten hin. Ah ne, ich muss da oben hin, um das da unten. Kaputt zu hacken. Sehr gut, jetzt muss es nur nach oben gehen. Ich muss noch einen höher. Ja, von da bin ich doch gerade gekommen. Wie soll ich denn jetzt sonst nach ganz oben kommen?
Da. Jawohl. Alles ist auf. Ich muss jetzt aber erstmal da rein. Machen wir wohl los, Leute. Nein! Ein Eindringling. Ich hab. Geben Sie auf! Ich suche Deckung! Motherfucker! Fuck, ey. Was ist denn jetzt los? Ach, ich wurde bestimmt gestört. So, die rennen da jetzt rein. Der nächste. Hoppala. Zickt das Gameplay ein bisschen rum, merkt er? So, jetzt stör mich nicht. Eine erledigt. Den nächsten. Habe ich denn jetzt alle? Nein, das darf nicht wahr sein. Nee. Oder? Doch, von den Wachen ist keiner mehr da. Noch ein Router hinüber. Das war's, sie sind abgeschnitten. Genau wie du, Sean. Bei dir alles okay, Ray? Alles bestens. Mach dir keine Sorgen. Such einfach einen Weg runter. Warum hab ich... Ich hab immer noch das Gefühl, wir können Ray nicht richtig trauen. Ich weiß nicht, warum. Ob Sidara auf mich abfärbt? Ich weiß nicht. Ich hab echt das Gefühl, wir können ihn nicht trauen. Ich warte draußen mit dem Wagen. Bist du sicher? Ja. Schwer angepisst, dass ich nicht drin bin bei dir, aber in Sicherheit. Ich weiß, Mann. Ich nähere mich dem Airgap-Computer. Okay. Das Gas sieht nicht sehr schön aus. Aber es ist nicht schlimm. Ich erledige das mit dem kleinen Roboter hier. Ach, ist noch ein höher.
Ja. Jetzt kann ich daran. Ich glaube, ich traue diesem Gas nicht. Das ist bestimmt irgendwie giftig. Ich bin durch die Tür. Und ich habe die Sitze aufgewärmt. Ich wäre dann soweit. Ray, im Ernst, das hier müsstest du sehen. Mann, erzähl mir das nicht. Du brichst mir das Herz. Das Herz. Mann, letztes Mal hat mich Duchamp Nemec erwischt. Er ist nicht da, vertrau mir. Was eine verfluchte Schande ist. Ja, ich klopfe trotzdem auf Holz. Etwas beunruhigend, dass hier keine Wachen sind. Ich nutze Joshs Admin-Zertifikat, um ins Innerste zu kommen. Kriegt ihr was mit, Leute? Wir haben Zugriff zum Airgap-Computer. Er ist nicht mehr entkoppelt. Der Download ist gestartet. Alarm wegen eines möglichen Ziels in Ihrer Nähe. Oh nein. Wir haben einen Hack. Finden Sie sofort raus, was da vorgeht. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. Fuck. Oh nein. Scheiße, das hat ihm gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. Wie viele denn? Kann ich das sehen? Ist jetzt nur ein. Ich bleibe jetzt hier stehen. Und warte auf das SWAT-Team. Geben Sie auf! Komm, der nächste bitte. Das Sturmgewehr bringt. Wo bleibt die Verstärkung? Welche Angriff war? Einen habe ich noch, oder? Schnell, 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 schnell. Ich hoffe, das war's. Bitte, 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 bitte. Bis jetzt ja, aber ich werde bestimmt oben erwartet. Ich werde oben erwartet, mit Sicherheit. Ich bin beim Aufzug. Der Motor schnurrt. Citara, wir kommen zurück, aber Ray und ich müssen noch woanders hin. Du bist wieder unsichtbar. Danke. Ich komme jetzt raus, Ray. Machen wir Schluss. Das kann doch nicht, ich wollte gerade sagen. Thank you.
fliehen ist manchmal die einfachste Methode. Ja, hacke die Welt. Irgendwo in San Francisco. Was geht, Homie? Findet ihn! Marcus? Er ist weg. Ich muss zugeben, ich kapier nicht, wieso ihr herkommt, aber... Oh, halt. Halt. Das ist doch nicht irgend so ein Macho-Blödsinn, oder? Ach, würdest du uns dann aufhalten? Was, dich und Steinzeit Junior? Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, sogar besser als in Vegas. Steinzeit Junior hier ist... Ich kenne dieses Fossil. Ich war bis zu den Schultern in Ray Kennys Hirn. Hab seinen Code durchwühlt, aufgepäppelt und überschrieben. Aber eins muss ich dir lassen. Für einen Neandertaler wie dich war der Ansatz nicht schlecht. Chapeau, mein Freund. Ist nicht nötig, dass dir wegen mir gleich einer abgeht, Duschan. Das hier ist nicht unbedingt ein Rendezvous, weißt du. Es ist ja ein... Wie hast du gesagt? Einmal ficken, weiterschicken war der Ausdruck. Ja, das. Genau. Tja, dann. Ich schieb gern meine schnelle Nummer, aber... Warum seid ihr hier? Mann, das könnte echt wichtig sein. Lass mich dir was erzählen. Unsere Story. Alle deine Vergehen, es weiß jeder Bescheid. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Und scheiß Bellwether. Einfach alles. Du blöfst. Wer wird dran sein, wenn du dieses Mal abnimmst? Vielleicht Blumen, die dich allein vor das Erschießungskommando schicken. Vielleicht dein Anwalt, der dir sagt, dass es keinen Ausweg gibt. Vielleicht auch nur ein Telefonverkäufer. Du solltest diesmal wirklich rangehen. Egal, wer es ist. Du hast das letzte Mal Leute verarscht. Duschan Nemec, Sie sind verhaftet. Hände auf den Rücken. Finger verschränken. Sofort. Duschan Nemec, Sie haben das Recht zu schweigen. Das war's? Das war jetzt aber nicht sehr beeindruckend. Hacker. Es ist ein Schalter für eure Angst, die Angst vor dem anderen. Sie wollen euch isolieren. Man nennt das Teilen und Herrschen. Sie haben euch glauben lassen, ihr hättet genau das gewollt. Damit ihr unter Kontrolle bleibt und unwissend. Sie haben euch mit CTOS ausspioniert, um euer Verhalten vorauszusagen und euch zu manipulieren. Sie haben gelogen. Und wir haben euch versprochen, die Wahrheit zu zeigen. Wir haben euch eingeladen und ihr kamt. Ihr habt gemeinsam gesagt, uns lügt keiner mehr an. Uns macht keiner Angst. Uns bringt keiner zum Schweigen. Ja. Gute Arbeit. Danke. Okay. Bisschen lang. Okay. Mal sehen, wie die Welt aussieht, wenn wir keine Angst haben, zusammenzuhalten. So,
San Franciscos Hacktivistenzelle DedSec hat mutmaßlich den bisher größten Skandal von Silicon Valley aufgedeckt. Die Hackergruppe legte Beweise vor, dass Blooms technischer Direktor Dushan Nemec seinen Zugriff auf CTOS-Daten für eigene finanzielle und politische Zwecke missbraucht hat. Er wurde verhaftet und muss sich wegen mehrfachen Betrugs vor Gericht verantworten. Seine Konten wurden zwischenzeitlich eingefroren. Blooms PR-Sprecherin Charlotte Gardner gab an, dass die Firma schockiert sei, die Sache untersuchen wolle und mit den Behörden kooperiere. Die von DedSec vorgelegten Beweise könnten Nemec für lange Zeit hinter Gitter bringen. Das hier solltest du dir anhören. DedSec. Gemeinsam retten wir unseren Mittelfinger. Als Silicon Valley unsere Privatsphäre angriff, unsere Selbstgefälligkeit einforderte und unsere Freiheit missachtete. Wir deckten Blooms Hinterzimmer-Deals mit den größten Tech-Giganten auf. Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, jeden Aspekt unseres Lebens zu manipulieren. Mit uns als Boomern wollte Bloom all diesen Unternehmen ihr CTOS aufdrängen. Alle Daten würden von einem Masterprogramm geschützt und kontrolliert werden. Doch wir haben nicht fair gespielt. Wir haben tagelang ihr CTOS blockiert. Wir haben alle einzeln bloßgestellt, ihre Glaubwürdigkeit beraubt und eine beispiellose öffentliche Kontrolle verhindert. Vereint hat DedSec den unantastbaren Big Brother ein blaues Auge verpasst. Blooms Mann hinter dem Megafon, Dushan Nemec, verbringt dank unseres Einsatzes den Rest seines Lebens hinter Gittern. Er war ein Opportunist, der Blooms System über Verbindungen ausbeuten wollte. Sie werden ihn zum Sündenbock machen, ihn als übles Element brandmarken, behaupten, dass dies ein einmaliger Fall sei. Aber wir werden sie nicht so einfach vom Haken lassen. Wir haben ihre Schwächen demonstriert. Menschlich wie technologisch. Mit großer Macht geht große Verwundbarkeit einher. Bloom und seine Speichellecker müssen sich jetzt vor dem Gesetz und der Regierung verantworten. Das Vertrauen in CTOS ist so niedrig wie nie. Das waren wir. Wir wissen, dass der Motor der Gier niemals ruht. Und wir versprechen DedSec auch nicht. Wir sind mehr als sie. Mit jeder Indiskretion, jedem Skandal und jedem Betrug wird unsere Zahl nur größer. Und wir behalten sie im Blick. DedSec hat euch gewarnt. Tut, was ihr wollt. Wie viel davon ist übertrieben? Ist es wirklich schon global? Überall schießen neue DedSec-Zellen hervor. Im Nahen Osten, Südamerika, Europa. Und nicht nur die. Wir können die neuen Hacktivistengruppen kaum noch zählen. Okay. Mach den Anruf. Ganz sicher? Na los.